Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück in Fallout 4 mit mir, Mr. Merp, an der Oberland Station, die ich jetzt, ja, in der kleinen Pause, die ich hier gerade eben gemacht habe von der Aufnahme, ein bisschen aufgewertet habe. Problematisch ist tatsächlich hier so ein bisschen das Terrain, weil ihr seht jetzt hier gerade eben, ich musste hier sehr, sehr kreativ bauen. Das Problem ist, theoretisch könnten Raider jetzt hier draufspringen und rüberspringen. Und es ist insgesamt mit dem Snappen der verschiedenen Bauteile ziemlich schwierig, hier was hinzubekommen. Aber, ihr seht, ich habe jetzt da oben, der Turm eignet sich super dafür, ja, Geschütztürme hinzubauen. Und zwar, wie die in anderen Orten, habe ich da jetzt im Grunde an jede Ecke einen gesetzt. Und ich hoffe, dass diese vier Türme jetzt hier genügend Verteidigung produzieren. Also von den Werten her definitiv, da sind wir jetzt bei 20, um die Leute hier zu verteidigen. Ich habe auch nicht vor, noch mehr Siedler hier anzusiedeln. Ich will eigentlich nur, dass die hier fröhlich weiterleben. Und ich glaube, dass wir gar nicht alle benötigen von denen, um hier, wenn die schon zugewiesen? Und die ist auch zugewiesen. Die produzieren 7 Essen. Die brauchen wir aber gar nicht hier. Die können wir eigentlich dahin zuweisen. Dadurch haben wir jetzt einen Schutz von 22, weil die... Na, Moment. Jetzt produzieren sie noch 3 Essen. Das reicht aber, ehrlich gesagt. Lady? Verstehe. Ich glaube, wir können dafür sorgen, dass die noch ein bisschen mehr nimmt. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie viel sie jetzt produziert. Bleibt es bei 6? Ja, maximal 6. Ja, aber das reicht ja im Grunde. Mehr müssen die ja gar nicht haben. 6 ist ja schon viel mehr, als die eigentlich brauchen. Die haben 2 Betten, die haben 3 Wasser, haben 6 Essen. Also denen geht es hier richtig gut mit einer Verteidigung von 22. Ich habe es, wie ihr seht, hier alles so ziemlich knapp gehalten. Und das Ding hier musste ich setzen, weil es wäre nicht anders möglich gewesen durch diese Terrain-Problematik. Und hier war das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Ich bin froh, dass ich es überhaupt geschlossen bekommen habe. Ich hätte gerne hier noch eine Betonsache drunter gesetzt, damit es hier eben gewesen wäre und nicht dieser hässliche, ja, Schlitz oder was auch immer, diese Öffnung halt geblieben wäre. Aber da wird sowieso keiner durchschießen können und deswegen bin ich damit jetzt erstmal zufrieden. So, ich würde sagen, wir gehen ganz, ganz kurz mal zu Grey Garden und laden dort aus und dann kümmern wir uns wieder um richtige Angelegenheiten. Wo ist es denn? Hier, Grey Garden, yeah. So, und da sind wir auch schon bei Grey Garden. Wenn du handeln willst, dann lass uns einen Deal machen. Ja, 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 ist ja gut, du komischer Robotnik. Wo ist denn das Ding hier? Genau, hier war es, glaube ich. Ich will jetzt alles theoretisch hier einlagern. Gott, ich bin ja immer noch überladen, das Shepard. Ach, weil ich immer noch die ganzen Pistolen und den ganzen Scheiß mit mir rumtrage. Das habe ich natürlich jetzt nicht ausgeladen. Okay, Dinge, die wir auch noch loswerden müssen, wenn es soweit ist. Kann ich jetzt hier nochmal einen Turm bauen? Ich will ja nicht das hier bauen, ich will einen Turm bauen. Zahnräder fehlen. Ja, die habe ich natürlich alle in Grey Garden verbraucht. Das stimmt mich traurig. Alles klar, gut. Wenn ich gehe ich als Mr. Handy. Ich würde sagen, das wäre legendär. Das könnte durchaus sein. Okay, Leute, wir treffen uns gleich nochmal, nachdem ich hier ausgeladen habe. Manno. So, wir sind jetzt gerade eben hier. Ich bin zwar immer noch nicht entladen. Ich will aber jetzt mal ganz, ganz kurz mal hier ein paar Sachen mir anschauen. Und zwar, wo haben wir denn das jetzt hier? Dreifachlauf-Raketenwerfer. Den... Oh, der hat auch sogar ein Zielfernrohr. Ich möchte das hier definitiv von dem hier abmontiert wissen. Oh Gott, wir können Stabilisator anbringen. Faszinierend. Dreifachlauf. Geht sogar Vierfachlauf. Wahnsinn. Dann gehen wir jetzt hier auf Standard. Der Stabilisator, den will ich auch haben. Keine Mündungsbremse. So, und dann gehen wir nämlich jetzt auf unseren Spezial. Wir haben ja auch einen. Ich muss ihn nur finden. Genau, hier, den hier. Kritische Treffer doppelten Schaden. Ja, das finde ich schon mal ganz, ganz nice. So, Dreifachlauf. Natürlich. Standardvisier bekommt ein Zielfernrohr. Und die Mündungsbremse bekommt einen Stabilisator. Da haben wir jetzt ganz schön aufgerüstet. So, und jetzt haben wir irgendwo noch das Tüfteltom-Gewehr. Ja, das Tüfteltom-Spezial.
Es hat einen Schalldämpfer und das will ich natürlich definitiv auf unserem normalen Ding drauf haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ich glaube, dass das Tüfteltom-Spezial tatsächlich besser ist als das, was wir bereits schon haben. Vor allem ist das ein Langreichweiten-Zielfernrohr. Ich glaube, da haben wir mehr davon als von dem hier. Ja. Ich möchte den 50er-Verschluss hier wieder auf einen Standard... Na, was? Habe ich nirgendwo noch ein... Unkalibriert, mächtig? Ah, okay, alles klar. Da, ich wollte nämlich jetzt nicht schon wieder hier irgendwie Material ausgeben müssen. Genau, hier. Verlängerter, perforierter Lauf. Kurzer Lauf. Präzisionskolben, kurzer Oh, ernsthaft. Mittleres Schnelllademagazin, Standardmagazin... Aufklärungszielfernrohr. Ist irgendwie ziemlich dämlich auf so einem Teil, oder? Den Kompensator machen wir weg. Und das Aufklärungszielfernrohr bekommt ein Standardzielfernrohr. So, jetzt nehmen wir nämlich hier das Tüftelturm-Spezial. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Dafür haben wir schließlich Geld ausgegeben. Kalibriert und mächtig bekommt einen 50er-Verschluss. Ist halt nochmal 10 Punkte Schaden Unterschied, ne? So, dann der verlängerte Lauf. Wird ein verlängerter, perforierter Lauf. Der vollständige Kolben wird zum Präzisionskolben. Wir sehen, es ändert sich irgendwie nicht mehr viel, außer dass es irgendwie schwerer wird und teurer und cooler aussieht. Standardmagazin, mittleres Schnelllademagazin und der Schalldämpfer bleibt der Schalldämpfer. So, jetzt können wir nämlich tatsächlich auch mal im Wetz hier mit dem Ding mal schießen, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Die Dinger müssen jetzt hier gleich noch loswerden. Genau, das hier wollte ich mir noch angucken. Das Kampfscharfschützengewehr. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Das hat einen 308er Verschluss. Was ist denn das Höchste, was geht? Das ist sogar schon das Höchste, was geht. Das ist... Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, 2 Jahrhunderte mit so einem Gesicht leben zu müssen. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, aber ich will es auch nicht unbedingt wissen müssen. Okay, dann haben wir das jetzt erledigt. Ich räume gerade eben nochmal schnell auf. Und dann gehen wir wieder zurück zur Jamaica Plain. So, wo haben wir das? Das Plasma-Teil da. Tja, ganz im Ernst, das mit dem Plasma ist echt nicht schlecht, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es sich jetzt so dermaßen lohnt. Den Superhammer. Chance auf Taumeln. Ich habe nicht das Gefühl, dass es geil ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich behalte es trotzdem nochmal. Vertibird Signal, Raketenwerfer. Haben irgendwie immer noch ziemlich viel Gewicht. Woher kommt das? Ach, von den Mods wahrscheinlich. Ja, die lagere ich jetzt mal ganz schnell ein. Die Mods wiegen ja natürlich auch ein bisschen was. Wobei, die haben jetzt irgendwie gefühlt jetzt nicht so den Kohl fett gemacht. Keine Ahnung. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Okay, wieder runter zu Jamaica Plain und dann gucken wir mal, was das hier für ein Schatz sein soll. Und da sind wir auch schon wieder. Hier geht's auch schon los. Da wird irgendetwas angezeigt. Das ist ja jetzt, glaube ich, definitiv das, was wir eigentlich aktivieren sollen. So. Na also, abgeschlossen. Sichere Jamaica Plain. Errichte Verteidigungsanlagen. Haben wir genügend Material dafür, um das zu tun? Das ist die Frage. Zahnrad und Stahl fehlt. Na, großartig. Das ist doch alles jetzt ein bisschen kacke hier. Ich baue mal einfach die Dinger ab, was soll's. Aus Mangel an Freude darüber, dass jetzt hier erstmal alles nochmal neu gemacht werden muss. Shit. Ja, darum kümmere ich mich mal später. Jetzt geht's hier erstmal ein bisschen rund, was den Schatz von Jamaica Plain angeht. Da sollten wir ja, glaube ich... Moment. Ist doch sicherlich auch eine Quest, ne? Ne. Bau Mila auf. Okay. Ach, Mist. Wir gehen nach unten. Wie das letzte Mal auch. Und danach schauen wir uns mal näher an, was hier theoretisch noch alles geht. Okay, also der... Ich habe gerade eben schon gedacht, diese Sturmgewehre, die sehen echt so fragwürdig aus, wie so... Wie so ein Rohr, das man halt umgebaut hat, ne? Der sprach irgendetwas von einem Schatz. Naja, schauen wir mal, vielleicht finden wir ja was.
Hier ist nix. Ich nehme hier trotzdem mal ein paar Sachen mit. Wir werden theoretisch einiges brauchen können, wenn wir da draußen wieder aufbauen wollen. Knochenfräser. Eine Tür, die meisterlich versperrt ist. Autsch. Ich habe noch nicht den richtigen Winkel gefunden. Da ist er. Ich darf gar nicht an meinen Spind im Hauptquartier denken. Was ist denn das? Jamaica Plain Archivschlüssel. Aha. Oh, mir fällt gerade eben noch so was dreckig ein. Wir haben ja noch ein Level-Up. Genau, jetzt sind wir nämlich wirklich Baumbart, Leute. Denn wir haben festgewachsen Nummer 3. Jetzt machen wir tatsächlich... wenn du stehen bleibst, kannst du Gegner, die dich im Nahkampf angreifen, automatisch entwaffnen. Das ist ziemlich krass, wenn ich mir das mal so sagen darf. Was wollen wir denn als nächstes machen? Bewegtes Ziel. Ich weiß nicht. Was gibt's denn da alles? Schauen wir mal durch. Sprinten kostet 50% weniger Aktionspunkte. Ey, das ist nice. Aber kannst du 3 Level da reinstecken? Vielleicht sollten wir jetzt eher mal auf den kritischen Sparer gehen. Oder ich gehe tatsächlich... Nee, ich setze jetzt noch einen Punkt in Charisma beim nächsten Mal, dass wir uns endlich den lokalen Anführer holen können. Das wäre mir nämlich sehr lieb. Ein wahrer Faulpelz hin. Ich bin fast beeindruckt. Aha, aha, aha. Zeug, Zeug, Zeug. Schädel, Schädel, Schädel. Unnütz, unnütz, unnütz. Was gibt's denn hier noch? Also wir haben auf jeden Fall jetzt wieder einen Archivschlüssel gerade eben bekommen. Die Frage ist, was für ein Archiv ist das? Und warum ist das wichtig? Ja, nochmal ein Save. Ah, ich finde es ja lustig, dass man das auch so knacken kann, ne? Und dass es nicht irgendwie mit einer Zahlenkombination ist. Das wäre wahrscheinlich sicherer als diese Methode. Die Pistole lassen wir mal. So. Ja, es gibt hier aber ein paar technische Dokumente und die sind bares Geld. Moment, bevor wir jetzt da reingehen, will ich mich hier noch umschauen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das jetzt schon das Gebiet ist, wo es dann weitergeht. Eieiei. Ei, ei. Ja, die US-Flagge hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Was zur Hölle? So viele Sicherheitsvorkehrungen? Puh, vielleicht ist ja doch was dran an dieser Schatzjagd. Ja? Psst, was ist los? Warte. Absolut. Und mein Eifer hat nichts damit zu tun, dass ich eine Raucherpause will. Bleib mal da stehen. Ach, du ahnst es nicht. Gott, oh Gott. Wie mache ich das? Gott, eins nach dem anderen. Ganz genau gucken. Jedes Mal Kristall hinzugefügt. Das ist auch jetzt nicht das Problem, finde ich persönlich. Das Problem ist, dass man echt aufpassen muss, dass man nicht... Ich will gar nicht wissen, was passiert. Ich habe mal kurz gespeichert. Ich will wissen, was passiert. Oh oh. Es fragt gar nicht nach unseren Lebenspunkten. Auch da drüben hat sie ihn erwischt. Jetzt wissen wir, dass es definitiv eine gute Idee ist, hier diese Dinge auseinanderzunehmen. Da hast du nämlich sonst keine Chance. So. So, und da oben. Und da. Und da. Und da. Da ist das Türmelchen. Dass es aus irgendeinem Grund da ist, wo ich vorher nicht dachte, dass es da war, zu sehen gewesen wäre. Es ist schade, dass ich nicht hier... Warum? Boah, die sind echt heftig. Ich habe jetzt aber gerade eben keine Ahnung, warum das Ding überhaupt losgegangen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nichts berührt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nichts berührt habe. So. Da. Und da.
Da. Nein! Okay, kacke. Das wird so nix. Also wir dürfen uns nicht mal angreifen. Das, muss man wissen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Probieren es einfach. Nein! Miep. Moment, ich bin der Meinung. Jetzt habe ich versehentlich was eingeworfen, das wollte ich gar nicht. Ich bin der Meinung, wir probieren das mal. Damit. Die sind tough, die Dinger. Muss man ihn lassen. Okay. Haben wir es jetzt? Geht's dir gut? Psst, sag mir, was du willst. Folg mir. Los geht's. Ich erledige sie. Meinst du? Kleinstädte überall. Damals müssen Tausende im Commonwealth gelebt haben. Also das waren extrem hochstufige Geschütze dieser Art. Heiliges Kanonenrohr. Protektrons gibt's hier auch noch. Ich habe so das Gefühl, hier hat jemand wirklich gut gemeint. Aber wir haben ja davon schon gelesen. Das ist Terminal. Eieiei. Ach Mist. Ich will gerade eben noch mal draußen was gucken, sobald wir das geknackt haben. Wie schön. Klebeband und Sicherung, ja, ja, ja. Kann ich jetzt diese Dinger hier... Nee, weil ich drauf geschossen habe, sind sie wohl alle hinüber, okay. Aber wir haben trotzdem einige davon eingesammelt. Den Protektron könnten wir rauslassen. Was ist das hier? Ist das der alternative Weg? Ach ja, das wäre der alternative Weg gewesen. Okay. Ohne die Falle. Tja, wir machen es uns natürlich immer leicht, ne? So, wir nehmen immer den spaßigen Weg. Login erfolgreich. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Hat irgendwas klack gemacht, das gefällt mir nicht. Was wird das jetzt zum Teufel? Ich speichere lieber nochmal. Da ist auch irgendjemand bis hier gekommen. Was? Reporter kam. Ihr habt mich. Ihr Jamaica Plain Mistsäcke habt mich. Was? Was labert er denn da? Ach Gott. Anleitung, Holobänder. Anchorage, Veteranenflagge. Ja, die Schätze von Jamaica Plain. Willkommen zu den Schätzen von Jamaica Plain. Innerhalb der Wände dieser Zeitkapsel findet ihr unsere Nachfahren, die Gegenstände und Erinnerungsstücke, die uns im Jahr 2077 wichtig waren. Euch, die ihr 200 Jahre in der Zukunft lebt, mögen diese Relikte kurios erscheinen, aber wir hoffen, dass sie euch an unseren Platz in der Geschichte erinnern und an den euren. Wie wir das Fundament für die Welt gelegt haben, in der ihr lebt, so legt ihr ein Fundament für kommende Generationen. Möge diese Zukunft strahlend sein. Im Namen von uns allen im Jahr 2077 wünsche ich euch alles Gute. Hier spricht Bürgermeisterin Alyssa Park für die Stadt Jamaica Plain. Oh Gott, das hört sich einfach nur so falsch an. Ich wünsche euch eine strahlende Zukunft. Die Zukunft, die wir für euch bereitet haben. Oh mein Gott, aber ich habe hier gerade was gesehen. Bingo. Kleine Chance darauf, Gegner wegzuschleudern. Baseballschläger der World Series 2076. Ja, das ist einer der anderen
oder besser einer von den beiden besonderen Baseballschlägern. Und jetzt haben wir ihn. Das finde ich geilo. Ansonsten Jugendliga, Baseball, Jugendliga, Handschuh. Es gibt allerdings hier noch mehr, was wir uns anhören könnten. Ah, okay, Schatzbestand. Allgemeine Aufstellung. Anleitung für die Holobänder. Begrüßungsnachricht für der Bürgermeisterin. Audio-Holoband. Schatzband. Daten-Holoband. Terminal mit Holoband-Abspielgerät. Robco-Modell von 2076. Globus gestiftet von Hype Carter School. Veteranenflagge Anchorage. Private McKinney. Amerikanische Flaggen. Zwei Exemplare gestiftet von Colonel Nelson, US Army. Hamdals Zigaretten 2077. Ausgewählte Arbeiten zur Geschichte von Jamaica Plain. Verzierte Vase gestiftet von Dawnshire Pottery Incorporated. Ich find's ja auch krass, also die, als ob die gewusst hätten, dass da hier alles den Bach runtergeht. Haben die das gewusst? Ihr, die ihr 200 Jahre in der Zukunft lebt? Das ist doch voll schräg. Was zum Teufel? Ich hoffe, wir kriegen noch irgendwas raus. Nachrichten und Literatur. Ausgewählte Erzählungen und Sachbücher, ausgewählte Zeitschriften, gestiftet von Robco Industries, Jamaica Plains, 200 Jahresfeier Nachrichten, gestiftet von Bugle, Andenken von Styleham Reporter, kanadische Annektierung. Okay. Wissenschaft und Medizin. Forschungs- und Laborausrüstung von Dr. Damien Hansen, gestiftet von Lushigan Inc. Biometrische Scanner, gestiftet von Milton General. Chirurgische Geräte, gestiftet von Milton General. Erste-Hilfe-Kasten, gestiftet von Milton General. Okay, das ist irgendwie ein Krankenhaus wohl. Kunst und Leben. Landschaften von Burnett und Partner. Schmuck von D. Miller and Sons. Örtliche Kunsthandwerke. Vase aus der Kolonialzeit circa 1791. Unbekannter Künstler. Moderne Kleidung, gestiftet von Fellons. Und Sport und Freizeit. Baseballschläger der World Series 2076. Das ist wohl das Besonderste darunter. Jamaica Plain Jugendbaseballhandschuh und Ball. Gewinner des Boston Spielzeugauto Derbys, gestiftet von L. Early. Andenken an die nationale Bowlingmeisterschaft 2069. Ja, damit können wir wahrscheinlich tendenziell am allerwenigsten anfangen. Meisterschaftsbowlingkugel. Nehme ich halt mal mit. Meisterschaftsbowlingkegel. Derby-Sieger-Spielzeugauto. Ich liebe alte Geräte und die sind einiges wert. Ich bin jetzt mal wirklich so Banause und nehme einfach, was wertvoll ist. Stimpak, biometrischer Scanner-Prototyp. Lupe. Dawnshire-Vase. Bilderrahmen. Polunder und Hose. Das war's echt jetzt? Okay, jetzt. Anleitung für die Holobänder. Lesen. Dies ist ein Holoband. Holobänder sind Speichermedien, auf die Sie per Laser zugreifen können. 2077 haben wir Holobänder benutzt, um Audioaufnahmen zu erstellen und Daten wie etwa Musik, Tagebücher und sogar Spiele zu speichern. Dies mag Ihnen zwar 200 Jahre später primitiv erscheinen, zu unserer Zeit handelt es sich dabei aber um eine verbreitete und beliebte Technologie. Du kannst Holobänder mit dem Terminal auf diesem Tisch abspielen. Drücke die Ladentaste, leg das Holoband in den Schacht ein und verschließe ihn. Die Wiedergabe... Scheiße, jetzt habe ich es versehentlich weg. Anleitung, wo ist es denn? Anleitung, Holobänder. Wo ist es denn? Hallo? Diverses? Genau hier. Muss runterscrollen. Die Wiedergabe sollte automatisch erfolgen. Die haben echt gedacht, so, oh, das sind so mega Mars-Menschen, sage ich jetzt mal, ne? Und sie selber werden so die Höhlenmenschen und müssen auch erklären, so, guck, da, Uga, das da, Bemalung an Wand, gemacht aus Blut und Erde. Und in Wahrheit sind wir jetzt eher so die Steinzeitmenschen. Tja, Ironie des Schicksals. So, was ist hier noch drin? Über dieses Terminal können Sie die Holobänder abspielen, die Teil dieser Ausstellung sind. Bitte legen Sie das Holoband ein, die Wiedergabe startet dann automatisch. Nein, das tun wir nicht. Anchorage, Veteranenflagge, nehme ich einfach mal mit. Schulglobus. Okay. Das hier ist also das Geheimnis von Jamaica Plain. Dafür sind Leute gestorben?
irgendwie schräg, wenn man so drüber nachdenkt. Den Knochenfräser nehme ich noch mit. Ach komm, wir nehmen die beschädigten Bücher mit, die bringen Stoff. Ist jetzt auch alles egal. Können ja einfach mal alles mitnehmen. Keine Ahnung, warum die Bücher alle so kaputt sind. Ja, okay, nach 200 Jahren, wenn da jetzt, sage ich jetzt mal, die Luft ein bisschen feucht ist, dann ist schon ziemlich Schicht im Schacht für die Sachen. So, wir nehmen das einfach mal alles. Wir sind gierig, wir nehmen alles. Ist ja der Wahnsinn. Ich wüsste zu gern, wie der große Krieg begann. Welcher Idiot hat zuerst geschossen und warum? Was zum Teufel sollte das bringen? Da hast du absolut recht, was bringt sowas? Naja, letzten Endes, wir wissen ja, wie grob, wie das passiert ist. Es ging ja eigentlich um eine Rohstoffknappheit. Aber statt dass die Menschen halt einfach mal zusammenarbeiten und sagen, okay, wir machen es jetzt mal clever. Nee, Menschen sind halt leider nicht so. Die sagen sich, alles meins, alles meins. Und deswegen fangen dann die Nationen an, sich gegenseitig aufs Hirn zu hauen und werfen dann ihre Söhne und Töchter aufeinander, die sie schwer bewaffnen. Und ach, Krieg ist immer gleich unsinnlos. Und es ist ja auch immer das gleiche Muster. Es sind ja nie diejenigen, die die Kriege dann letzten Endes immer heraufbeschwören. Politiker und Lobbyisten. Es sind ja nicht nur die Politiker. Die Politiker sind ja, nur das ausführende Organ. Was ist das für ein Geräusch? Also die Politiker sind nicht unschuldig, aber die treibende Kraft letzten Endes hinter so einem Krieg sind häufig auch ganz, ganz intensiv, ja, Lobbyisten, Leute mit, die reich sind, Leute, die Einfluss haben, die letzten Endes bestimmen können, was die Politik machen soll. Unternehmer zum Beispiel, die sagen, ich brauche das. Und dann, die geben das dann wiederum sozusagen sowohl an die Politiker als auch an die, ja, Moment, wollte ich erstmal hier anders machen. Erstmal hier einlagern. Als auch natürlich an die ihre Belegschaft weiter und damit an deren Familien. Und dann wird halt sozusagen der Eindruck vermittelt, dass man das, dass der Krieg unausweichlich ist, auch wenn es nicht ist. Und das ist alles immer so traurig. Und so sinnbefreit. Inhalt haben wir der Ding zugefügt. Das ist gut. Hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen Stahl. Und Gummi? Ist eigentlich gar nicht schlecht, was es hier alles so gibt. Stahltechnisch sind wir hier gut aufgestellt. Können wir noch mehr einlagern? Das sind halt... Und das Sofa, das möchte ich ja behalten. Schade, dass man in diese Gebäude nicht rein kann. Das würde dieses Gebiet hier noch sehr viel interessanter machen. So, komm, Holz und Stahl. Hier ist eigentlich gar nicht so schlecht hier. Das ist gar nicht so schlecht. Oh, Zigarrenkiste, komm. Das Fiberglas drin. Ja, okay, für den Filter eigentlich, aber... Wobei, Zigarren haben aus meiner Kenntnis heraus ja eigentlich keine Filter. Hm. Heizung wird eh keiner mehr brauchen. So. Haben wir es gleich hier? Ja, komm, hauen wir das ja auch noch weg. Das ist das eine Bettchen. Noch ein Glas. Ich dachte eigentlich, dass es ein bisschen größeres Gebiet ist, als das hier, was wir jetzt hier gerade eben sehen, aber scheinbar nicht. So. Kaputt, Nick. Hätten sie ruhig ein bisschen größer machen können. Ist schon sehr, sehr begrenzt, gerade eben. So, Gummi. Haben wir es jetzt? Zum Beispiel das hier hätten sie ruhig noch dazu nehmen können. Für das Gebiet. Ist doch irgendwie ein bisschen fragwürdig. Jetzt bezweifle ich allerdings, dass wir genügend Materialien haben. Um hier irgendwie großartig... Oder auch die Kirche hätte man dazu nehmen können. In die kann man sogar noch rein. Das ist eine schräge Gebietsauswahl hier. Also wirklich schräg. Naja, egal. Haben wir Jamaica Plain erstmal gesichert. Wir sollen jetzt irgendwie auch eine Verteidigung aufbauen, ne? Können wir das schon? Wir können tatsächlich ein, zwei Geschütztürme bauen. Die Frage ist, wo wollen wir die haben? Die sollten ja dann schon halbwegs clever stehen, ne? Können die hier drauf? Warum nicht? Das finde ich doof.
Das wäre geil, wenn die da drauf könnten. Warum können die da nicht drauf? Das stinkt doch. Da könnten sie drauf. Awesome. Da geht's auch. Okay. Vielleicht geht's dann doch irgendwie, wenn ich den richtigen Punkt finde. Ja, da zum Beispiel. Na? Ach komm schon. Muss doch irgendwie gehen. Darf ich jetzt mal auf diese Mauer drauf? Danke. Boah, warum denn nicht? Warte, da war doch ganz, ganz, ganz ein Punkt, wo es geht. Damit kann ich leben. Das ist besser als nix, sage ich jetzt mal, ne? So, hier springen wir drauf. So, umdrehen. Nein, weiter drehen, 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 drehen. Komm schon. Hier wird es doch auch einen Punkt geben, wo man das Ding hier aufbauen kann. Da war wieder einer. Komm, komm, komm. Kleiner Schritt irgendwie, irgendwo. Gut, jetzt haben wir nämlich in diese Richtung hier abgesichert. Deacon hat das gefallen. Erstatte Pam Bericht. Die Verteidigung ist jetzt auf 100% hier. Möchte aber nicht. Ich möchte hier noch irgendwie noch mehr bauen. Das kann es ja wohl nicht gewesen sein, nur an der Stelle. So, denn eigentlich... Moment. Also ganz im Ernst, wer schläft denn schon freiwillig draußen? Das ist doch irgendwie beknackt. So. Eigentlich muss ja hier noch sowas hin, ne? Falls da noch irgendjemand auf Spirenzien... Also Spirenzien vorhat. So rum, nicht auf Spirenzien kommt. Man kann ja nicht auf Spirenzien kommen. Man kann ja nur Spirenzien irgendwie vorhaben. Okay, wir haben die Verteidigung aufgebaut. Das bedeutet, das hier gilt jetzt als beschützt. Ich bezweifle da allerdings, dass da momentan freiwillig Leute kommen werden, weil da wird so ein bisschen... Oh, wir können einen Generator bauen. Können wir danach auch noch das hier bauen? Yeah! Das ist jetzt geil. Komm her. So, Schaltkreise haben wir weitgehend verbraucht. Geht's jetzt? Jawolligens! Das gefällt mir. So hat das zu sein. Perfekt. Jetzt haben wir hier auch ein Rekrutierungssignal. Dann können wir theoretisch ja auch noch ein zweites Bett oder sowas hinsetzen. Ich glaube, wir bleiben allerdings hier tatsächlich bei sowas hier. Ja, der einzige Innenraum, der im Grunde existiert, ne? Machen mal drei Betten. Ich will nämlich gar nicht so viel hier haben. Wasser. Da fehlt es an Beton, das ist nicht so gut. Aber wir können Essen hier zumindest hinpacken. Warum geht das hier jetzt nicht? Ist ja schräg hier. Mais können wir hier hinsetzen. Den will ich auch hier hinsetzen. So, geht das auch noch? 3, 4, 5. Man nutzt ja alles aus, was man kriegen kann, ne? 6. Oh, eine Person ist schon da. Die werden wir dann gleich mal hier zum Arbeiten abkommandieren. So, komm. Fressalien. Geht das irgendwie? Hier geht's hin. Okay. Geht da noch was? Ja, da geht auch noch was. Keine Ahnung, wie das auf dem Betonboden geht, aber es soll mir egal sein. So, kann ich das ja auch noch abbauen? Ja, kann ich. Sehr gut. Beton finden. Das ist jetzt hier der spannende Faktor. Und wo ist jetzt dieser eine neue Siedler? Wo bist du? Zeig dich doch. Der muss ja eigentlich schon jetzt hier im Gebiet sein, ne? Das andere macht wenig Sinn. In den Bus können wir eigentlich gleich noch reingucken. Also bis jetzt sehe ich ihn nicht. Schade. Moment, eine Sache möchte ich noch machen. Da kommt ja jemand. Ich glaube, das durfte er sein. So.
Rehan? Geht das? Nee, geht nicht. Das finde ich auch immer wieder so schade, dass man das nicht machen kann. Ich würde so gerne... Ah, shit. So, du kümmerst dich darum. Ja. Dann habt ihr nämlich hier schon mal Essen und das ist schon mal ganz schön was wert. 5 Essen. Das ist doch gut. Da müssen wir es anders machen. Hier einfach so zu, ne? Geht ja nicht anders. So, hier... ich möchte natürlich, dass das hier schon ein bisschen safe ist. So. So einigermaßen wenigstens. Moment. Genau, jetzt machen wir nämlich hier so eine kleine freche Kiste. So. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich sogar noch eine Tür hier hin machen. Hahaha. So macht man das. Jetzt hat hier das... Ja, sieht scheiße aus, aber es ist egal. Hauptsache es funktioniert. So. Eigentlich sollte man hier auch noch fast sowas in der Art und Weise hinmachen. Kann ich da theoretisch... Halt, warte mal. Geht das? Geil. Man kann da Sachen draufbauen. Und hier möchte ich definitiv zu haben. Ganz im Ernst. Da hat keine Öffnung zu sein. So eine Öffnung hier. Ist der, sieht fast schon faszinierend aus. Ist der Tod quasi jeglicher strategischen Verteidigung an der Stelle. Und dasselbe Spielchen hier. Hier hat keine Tür zu sein. So, Moment. Ich hatte doch gerade eben einen Punkt, wo es theoretisch auch so rumgegangen wäre. So. So, zu. Alles klar. Dann sollten wir eigentlich auch noch hier zumachen. Ja, jetzt haben wir halt nochmal eine kleine Baurunde gehabt, Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber manchmal möchte man das auch machen. So. Und... Ja. Könnte man eigentlich... akzeptieren hier so, oder? Oder zumindest fast. Hilft bei der Verteidigung vom Teffington Boats Haus. Ich glaube, das machen wir noch schnell. Das wird gerade angegriffen. Wo ist es denn? Das Teffington Boats Haus war doch irgendwie... Wo war denn das? Covenant? Oh Gott, wo war denn das Teffington Boats Haus? Wenn man das mal finden würde. Wo ist es denn? Wahrscheinlich bei Sonstiges. Karte? Wo ist es? Wo ist es? Da. Okay, das sind schon 8 Leute. Attacke. Was ist das? Oh Gott. Da ist er ja schon, der Supermutant-Schuft. So, der erste ist schon weg. Da ist der zweite. Okay, also ich habe das Gefühl, dass das Teffington Bootshaus sich eigentlich ganz gut selber verteidigen kann. Aber die greifen halt deswegen an, weil hier, glaube ich, jetzt inzwischen mehr Leute als Verteidigung sind. Oh, da ist ja noch einer. Gut, wir haben es geschafft. Sehr gut. Abgeschlossen, Verteidigung erfolgreich. Ah, jetzt habe ich die scheiß Planke genommen. Die wollte ich doch gar nicht. Okay, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Da ist noch eine Blechdose drin. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich guck mal, ob hier alles in Ordnung ist. Tschüss und ade.